ist eine Tonorgel. Die ersten orgelartigen Instrumente gab es bereits in der Antike. Das Instrument wird Tonorgel genannt, weil alle Pfeifen in einer stabilen Truhe, einer Kiste verpackt sind. Das Instrument dadurch klein und transportabel wird, im Gegensatz zu einer großen Orgel in einer Kirche. Die Tonorgel kann man sehr gut solistisch spielen, natürlich in Verbindung mit anderen Instrumenten, vor allem aber dient sie zur Unterstützung des Gesangs. Die Tasten und Pfeifen sind durch Luftkanäle miteinander verbunden. Drückt man eine Taste, öffnet sich ein Ventil, Luft wird durch die Pfeife geleitet und ein Ton erklingt. Früher wurde die Luft, die zum Orgelspielen notwendig war, durch Balgtreter erzeugt. Diese mussten pausenlos mit ihren Füßen lange Hebel auf und ab bewegen, dass immer genügend Luft in den Kanälen war. Heute gibt es dafür eine elektrische Windmaschine. Jede Orgel hat einen Stromanschluss. Das sind die Registerzüge einer Orgel. Ein Register ist eine Reihe von Pfeifen der gleichen Klangfarbe, die man mit diesen Knöpfen ein- und ausschalten kann. Mit Klangfarbe meine ich den Charakter eines Tons. Der 8-Fuß hat einen warmen, weichen Klang. Wenn ich den 4-Fuß dazu schalte, wird es insgesamt kräftiger und heller. Die Orgel war für Johann Sebastian Bach Zeit seines Lebens das wichtigste Instrument. Er lernte es als Kind schon kennen und war als junger Mann als Organist, also Orgelspieler, tätig und gilt heute als einer der bedeutendsten Komponisten für die Orgel überhaupt. Eines seiner zahlreichen Werke, welches er ebenso für das Cembalo komponiert hat, möchte ich nun anspielen.